Seit mittlerweile 2 Jahren investiere ich in STEGU, habe mittlerweile 7.000 Euro dort investiert in ungefähr 70 verschiedenen Krediten und meine Erfahrungen möchte ich dir heute in diesem Video kundtun dürfen, so dass du nach diesem Video auch sicher investieren könntest in STEGU. Das liegt natürlich am Ende des Tages bei dir, ob du dort investieren möchtest. Ich möchte jetzt erst ein bisschen was zur Plattform erzählen dürfen. Ich möchte natürlich auch die negativen Sachen aufzählen dürfen, also ich bin nicht gesponsert oder sonst irgendwas, leider. Aber andere Sache, ich nehme auf jeden Fall wie immer kein Blatt vor den Mund. Das, was mir nicht gefällt an der Plattform, das sage ich auch. Dann schauen wir uns einzelne Kredite im Detail an, worauf du auch achten solltest, wenn du investieren möchtest. Dann schauen wir uns noch ganz kurz mein Depot an und dann machst du das schon wieder im Video. Ja, STEGU ist eine Immobilienplattform aus dem Baltikum. Wir Investoren können dort quasi in Geschäfts- und also allgemein Immobilienkredite investieren. Sehr, sehr spannend das Ganze. STEGU ist 2014 gegründet worden und was einfach für die Plattform spricht, ist Folgendes. So viele Kreditausfälle gab es. Es gab noch keinen Kreditausfall. Das spricht einfach wirklich knallhart für die Plattform. Und was auch noch für die Plattform spricht, mittlerweile über 75.000 Investoren dort, 317 Millionen Euro sind dort schon investiert worden und auch Unternehmen investieren dort. Ich habe einen Kredit gesehen, der hat mir richtig, richtig gut gefallen, da wollte ich unbedingt investieren. Da ist aber ein einzelner Unternehmer quasi gekommen und hat 1 Million Euro investiert in diesen Kredit. Glückwunsch, ich habe ihn leider nicht bekommen, war jemand anders schneller. Auf jeden Fall, das spricht natürlich auch für die Plattform, dass dort einfach größere Unternehmen unterwegs sind. Ebenso ist es STEGU in einzelnen Ländern, wo sie ja investieren bzw. wo wir investieren können, reguliert, soweit ich weiß, und jetzt nagelt es mich bitte, bitte nicht fest drauf, in Finnland, in Lettland und in Estland. Kann sein, dass noch ein anderes Land ist. Ihr habt da auf jeden Fall mal ein bisschen was mitbekommen. Spricht natürlich auch wieder für STEGU. Ebenso STEGU, ihr Geschäftsbericht, also Jahresendbericht, wird von Ernst & Young geprüft. Ernst & Young, Wirecard, lassen wir jetzt einfach mal bitte so im Raum drinnen stehen. Wir können uns da auf jeden Fall in den Kommentaren unten gut austauschen, worauf du natürlich auch bei STEGU und so weiter und so fort achten tust, wenn du schon investierst. Wenn du noch nicht investierst, unten ist auf jeden Fall ein Link drinnen mit 0,5% Bonus die ersten 3 Monate. Ich habe STEGU extra mal wieder angeschrieben, ob wir da nicht vielleicht irgendwas für euch machen können. 1 oder 2% Bonus, sie sagen knallhart nein, weil das einfach auf Lasten und Kosten der Kreditnehmer wäre, finde ich okay, muss man so lassen. Ja, STEGU ist mit über 60% in Estland der Krediten vertreten, also 60% in Estland, 18% in Lettland, 14% in Litauen, 4% Finnland und der Rest ist einfach noch so ein bisschen verteilt auf Deutschland, Spanien und Schweden. Ungefährer Zinssatz, je nachdem, ich sage jetzt mal so ungefähr 10% kann man erwirtschaften. Und jetzt kommen wir zum Loan-to-Value. Loan-to-Value, was richtig, richtig gut ist und das spricht wiederum auch für die Plattform bei STEGU. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, du sitzt jetzt auch gerade irgendwo in der Immobilie drinnen. Die Immobilie, wo wir jetzt gerade sind, kostet 100.000 Euro. Du möchtest jetzt einen Kredit haben und du brauchst einfach jetzt mal 60.000 Euro, dass du die Immobilie kaufen kannst. Dann gehst du zu STEGU und sagst, du, ich habe hier eine Immobilie, 100.000 Euro ist sie wert, ich brauche aber nur 60.000 Euro. Dann sagt STEGU, okay, cool, bist ein cooler Typ, auch wenn du von oben bis unten tätowiert bist, kriegst du den Kredit. Natürlich musst du da diverse Sicherheiten vorlegen und das wäre dann diese Immobilie für 100.000 Euro, kriegst 60.000 Euro dafür und das wäre dann der Loan-to-Value von 60%. 60%, weil das ist der Durchschnitt bei STEGU, sprich, sie haben da sehr, sehr viel Sicherheit dahinter. Da ist jetzt aber auch schon das große Aber. Bei mir ist es aktuell so, dass viele Kredite langfristig verlängert worden sind, jetzt natürlich durch die Pandemie. Und was noch hinzukommt, es kann natürlich sein, dass der Bauträger zum Beispiel in wirtschaftlicher Schieflage gerät und so weiter und so fort. Es ist immer mal wieder der Fall, dass dort Kredite einfach ausgefallen sind. Das heißt aber, sie sind gerade bei der Einholung dabei, das geht dann zum Gericht. Zwangsverstreckung, Zwangsversteigerung und so weiter und so fort. Und STEGU ist bedacht, dass sie immer diese 100% bei dem Wert einfach wieder erwirtschaften. Und das kann schon einmal bis zu 2, teilweise 2,5 Jahre dauern. Das, was ich gesehen habe, war mal
so ungefähr 2-3 Viertel Jahre, hat aber dann auch funktioniert, also da ist schon auch wirklich viel Erfahrung dabei. Das haben wir jetzt auch noch aufgeschrieben, vor Corona haben wir auf dem Zwotmarkt 4, 5, vielleicht 6 Seiten gehabt, jetzt sind aktuell 59 Seiten, A20 Stück, also 1200, sagen wir jetzt einfach mal 1200 Kredite sind auf dem Zwotmarkt aktuell unterwegs. Ich bin ehrlich gesagt etwas zu faul, dass ich jetzt dort aktuell durchsuche, irgendwelche Schnapper mir raussuche, weil man da auf jeden Fall mal die eine oder andere Stunde verbrauchen kann. Lohnt sich am Ende des Tages, denke ich mal schon, wenn man gute Schnapper machen kann. Also Zwotmarkt definitiv mal reinschauen, wer da noch nicht reingeschaut hat. Natürlich habe ich die Kredite schon erzählt, dass die verlängert worden sind. Das ist was, was mir aktuell nicht so gut gefällt. Und bevor wir jetzt am PC ranschauen, bitte gerne den Kanal abonnieren, weil es kommen öfters mal wieder so Depot-Updates raus. Da kannst du viel lernen. Ich kann auch einiges von euch lernen. Das ist ja gerade das Schöne dran. Und deswegen sage ich jetzt einfach schon mal Dankeschön für den neuen Kanal-Abo. Mega cool auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall im Erstmarkt drinnen und hier siehst du auf jeden Fall gleich mal, in welchen Ländern zum Beispiel der Kredit ausgegeben wird. Da einfach immer mal ein Auge drauf werfen, Estland, Lettland, Litauen, Deutschland zum Beispiel, auch von Deutschland muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, lasse ich erstmal so ein bisschen auf jeden Fall auch die Finger weg, habe aber natürlich dort auch schon in ein oder zwei Krediten investiert. Dann ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass es Ballonkredite sind. Hier Ballonkredite. Wieso Ballonkredite? Ist auch ganz einfach erklärt. Du kriegst Zinsen entweder monatlich, quartalsweise oder halbjährlich gezahlt, je nachdem, was in der Vereinbarung dort quasi drinnen steht. Und hier sieht man natürlich auch das Loan-to-Value. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Da lege ich aber jetzt nicht so viel Augenmerk drauf, weil du hast ja schon am Anfang erfahren, ungefähr das durchschnittliche Loan-to-Value liegt dort bei 60%. Und hier siehst du jetzt auch Geschäftskredite, zum Beispiel Entwicklungskredite. Und Stufe 1 muss ich aktuell echt sagen, lasse ich erstmal so ein bisschen die Finger davon. Entwicklungskredite Stufe 11 hört sich mega interessant an, den habe ich schon aufgemacht, den möchte ich mit euch jetzt etwas genauer anschauen. Und hier einfach, den habe ich noch mitgenommen, ein Geschäftskredit, sieht nämlich auch sehr, sehr spannend aus. Und dann habe ich hier jetzt noch einfach einen Überbrückungskredit mitgenommen. Überbrückungskredit heißt einfach so viel wie, dass dort einfach der Kredit ja überbrückt werden muss quasi. Die sind jetzt vielleicht ein bisschen in wirtschaftliche Schieflage geraten, aber trotzdem hier ein sehr geringer Loan-to-Value. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die erste Immobilienkredit etwas genauer an. Und zwar, das ist dieser Entwicklungskredit Stufe 11. Dann sehen wir hier einfach verschiedene Fotos. Jetzt hoffe ich, dass das geht. Genau, das ist halt so ein Plattenbau auf gut Deutsch, ganz klassisch gesagt. Sind schon sehr gut fortgeschritten, sieht gut aus. Natürlich, das ist jetzt nur so ein Probeding, wie es ausschauen könnte. Und hier haben wir jetzt verschiedene Zahlen. Läuft ab in 5 Tagen. Ziel sind 250.000. Sicherheitswert aktuell 3,5 Millionen. Der geplante Loan-to-Value, das hier ist ganz, ganz wichtig. 65. Kreditlaufzeit 18 Monate. Die Zahlungstyp, der Ballonkredit, das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig geworden. Das kann ich auch euch nur so mitgeben. Schaut bitte, dass ihr echt in Ballonkredite investiert. Das hat dann auch einen klaren Hintergedanken. Und natürlich auch, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass das Ganze eben erstrangig ist. Erstrangig heißt einfach, wenn es wirklich Probleme geben soll und es kommt zur Zwangsvollstreckung, dann kriegst du einfach als erstes quasi dein Geld. Wenn du zweit- oder drittrangig bist, dann schaust du vielleicht eventuell mit einem Ofenrohr ins Gebirge rein und das kann man einfach dadurch verhindern. Und hier steht jetzt einfach so ein bisschen die Zusammenfassung da. Das lese ich mir natürlich auch immer gern durch. Und dann haben wir hier die Karte. Und ganz ehrlich, Leute, macht einfach mal die Karte auf, zoomt ein bisschen raus und da sieht man, hier steht das Gebäude. In Riga selbst war ich schon, hier ist wirklich die Old City Town einfach. Ich sag mal, Lage jetzt, ja, ist okay, durch dem, dass man hier an der A5 ist, ist man auch sehr schnell in der Innenstadt drinnen. Gefällt mir einfach gut, wie das Ganze aussieht. Durch dem, dass das auch schon fortgeschritten ist, sieht es auch ganz rund aus, so dass ich echt sage, nach dem Video, dass ich dort investieren tue, weil, wie man hier sehen kann, 1050 Euro liegen noch rum und die möchten halt doch investiert werden.
Schauen wir uns den nächsten Kredit an, das ist Stufe 1 beim Geschäftskredit. Ebenso hier die ganzen Punkte wieder, 18 Monate Laufzeit, geplanter Loan-to-Value, 69% erstrangig bei Lohn. Und das ist ein Gewerbekredit, da einfach auch immer mal ein Auge drauf werfen. Sieht echt, also muss man echt ehrlich zugeben, das sieht richtig, richtig schön aus. Aber du wirst das gleich auf der Karte sehen, es ist eigentlich so ein bisschen in der, ja, es ist schon eine Großstadt in der Nähe, das ist jetzt in Litauen, genau in Litauen, da ist aber auch hier Kaunas, müsste normalerweise meines Wissens nach die ja, Hauptstadt sein und die, das ist einfach nochmal eine größere City auf jeden Fall, das macht auch einen guten Eindruck, würde jetzt investieren, lese man natürlich das da hier noch durch. Das wird zwar quasi zur Refinanzierung eines ausstehenden teuren Darlehens benötigt, was ich natürlich auch verstehen kann. Zinsen kriegt man 9%. Ja, das ist jetzt auch, tatsächlich wird das genauso in mein Ding reinpassen, tatsächlich, so dass ich sage, ja, könnte man durchaus vorstellen, dass ich dort investieren tue. Dann schauen wir ins nächste rein und zwar ist das der Überbrückungskredit. Da sind wir auch wieder erstrangig bei Lohn, 18 Monate und Loan to Value 55, also ist etwas günstiger. Hier einfach ist ein kleines Einfamilienhäuschen, würde ich sagen, bewohnt, sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, aber jetzt auch nicht so geil. Könnte man schon ein bisschen mehr draus machen. Hier keine Ahnung, wieso ich jetzt die Karte nicht anschauen kann. Bisschen schade. Ich schaue da noch mal ein bisschen rum. Aber so hätte mir das jetzt Ganze eben auch gefallen. Das Ganze. 8% Zinsen. Reich wird man damit nicht. Aber man kann sich ein schönes passives Einkommen aufbauen. Und jetzt mache ich da auf jeden Fall noch ein bisschen was zu meinem Portfolio zeigen dürfen. Und da schauen wir jetzt einfach mal direkt ins Portfolio rein, wenn es klappt. Weil bei mir so, drei Kredite sind nämlich in Einholung. Ja, wenn das jetzt klappt natürlich, also drei Kredite sind bei mir in Einholung, das sieht man hier. Was habe ich mit diesen Krediten gemacht? Durch dem, dass ich ja Ballonkredite habe und ich schon Zinsen dafür bekommen habe, habe ich einen Großteil der Zinsen einfach als Rabatt angegeben auf dem Zweitmarkt und verkaufe die quasi etwas günstiger. Tatsächlich war da vor einer Woche ungefähr noch 4 oder 5 Immobilien gestanden, die habe ich aber schon auf dem Zweitmarkt einfach mit einem schönen Rabatt angeboten und zwei sind weggegangen und zwar hier sieht man das Verluste auf dem Zweitmarkt, ich habe natürlich da etwas Minus generiert. Ja, es stört mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht, weil unterm Strich habe ich trotzdem ein kleines Plus durch dem, dass ich eben Ballonkredite habe, aber ich hätte besser sein können. Hier die Benachrichtigungen drinnen. Habe auch schon lange nicht mehr reingeschaut, aber das sind einfach nur noch Nachrichten reingekommen. Hier sieht man es, langfristige Verlängerung der Kredite vom 15.03. Heute ist der 18.03. abends, wo ich das Video aufnehme. Ja, ich habe dann einfach keine Lust mehr gehabt, dass ich danach schaue, weil Kredit ist zurückgezahlt, kurzfristige Verlängerung, dass halt wieder hier eine Warnung rausgegangen ist und lauter so Sachen, wo ich einfach gesagt habe, ich kann es eh nicht beeinflussen, interessiert mich einfach am Ende des Tages nicht mehr, weil ich habe einfach manuell investiert. Ich bin auch einer der wenigen Blogger, die wo wirklich manuell investieren und dadurch haben die auch, oder muss halt echt sagen, habe jetzt auch aktuell einfach keine Schwierigkeiten. Dauert natürlich etwas länger das Ganze zum Investieren. Ich habe jetzt auch wirklich, glaube ich, jetzt seit 1,5 Monaten nicht mehr investiert. 1047 Euro sind jetzt zurückgekommen. Die werden jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen und Monaten wieder investiert. Ich habe dir gezeigt, wie man oder wie ich zumindest dort investiere. Es ist zeitaufwendig, keine Frage. Du könntest jetzt auch hierher gehen, den Autoinvestor einstellen. Würde ich aber klar davon abraten, aus eigener Erfahrung. Also die letzten 2 Jahre haben einfach gezeigt, dieses manuelle Investieren, das lohnt sich am Ende des Tages. Wirklich, du schaust die Kredite an, liest dir das Ganze ein bisschen durch, verstehst es auch besser und dadurch kannst du eigentlich eine doch relativ gute ja, Rendite rausholen. Ich muss jetzt mal echt reinschauen, also 6.950 Euro habe ich dort, aber es ist auch über die 2 Jahre erst so viel geworden. Also das ist jetzt nicht von gestern auf heute entstanden und hier insgesamt 652 Euro an Zinsen erhalten. Ich habe ja, fast 17 Euro an Strafen bekommen, das heißt einfach, wenn der Kredit in Verzug ist, kriege ich quasi ja, ein Strafzinsen und das ist halt auch schön. Bonus habe ich 20 Euro bekommen. Das ist, weil ich eben auch selbst die 0,5% Bonus am Anfang erhalten habe. Eben rundum sage ich da einfach Dankeschön jetzt mal fürs Einschalten, Dankeschön fürs Abo dalassen und wenn du meinen Link hernimmst, natürlich auch schon mal Dankeschön dafür. Und wir sehen uns dann in eins meiner nächsten Videos oder in denen zwei, was ich dir jetzt noch hier eingeblendet habe. Ciao!